Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu diesem wunderbaren Meerblick. Raus aus unserer Terrasse und da drin steht der wunderbare erstmal den Vulkan und von dem sollen wir ein Foto machen. Und das machen wir doch gleich mal hier. Dann haben wir nämlich Grand Tour, eine Fotoaufgabe abgeschlossen, was schon mal sehr gut ist. Das ist wirklich geil. Wieder 15.000 Bucks und damit haben wir auch die originale Lackierung drauf. Hä? Ja, Kollege, ich gebe jetzt wieder alles für dich aus, für die Verzierung, aber ich will halt die Originallackierung drauf haben. Demnach bekommst du die jetzt auch. Aber das ist nicht der Wagen, mit dem wir weiterfahren werden, denn wir werden so hier unseren Sonder rausholen. Mit dem Sonder geht es jetzt weiter. So. Dann verlassen wir das Ganze auch. Mal schauen, ob wir jetzt auf der Straße landen. Nee, im Flugzeug. Warum wir jetzt immer im Flugzeug landen, weiß ich nicht. Wir haben sicher noch hier Drag Race, das bin ich nicht, Hypercar. Geht denn das Ding? Weltrekord 14 Minuten, ja gut. Das geht, das können wir fahren. Das ist auf jeden Fall akzeptabel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber ich muss zugeben, dass er fair spielt. Er hat alles hart erkämpft, womit er angibt, und er fährt ehrlich. So. Und nun schwing dich in dein Hypercar von L.A. nach Seattle und verpass ihm einen Hypertritt in den Arsch. Wir fahren nach Seattle. Und ich fahre einmal rund um den Block. Ist gut. So. Konzentriere dich und du hast eine Chance. Da muss ich mich nicht mal konzentrieren, Kollege. Ihr könnt aber auch ruhig hier die Straßenlaternen stehen lassen, Tio. Du musst jetzt hier nicht alles zu Schrott fahren, nur weil ich mit am Start bin. Und weil du sonst irgendwie keine Chance hast. So, für uns geht es jetzt rauf auf die Autobahn und dann los in Richtung Seattle, zumindest mal für ein kurzes Stück, was ich da zumindest auf der Minimap so schon mal sehen konnte. Und da sind wir wieder auf Rang 4. Mist. Naja, egal. Zwei F1 in Führung, oder? War da vorne nicht auch ein F1? Ne, das ist ein Salin S7. Erster, ich wusste, du schaffst das. So, und jetzt geht's schon mal gut hier. Und dann, da bleiben wir, glaube ich, nicht lange. Russell im LaFerrari kommt schon wieder angeflogen. Also die LaFerraris und die P1 sind schon starke Autos hier. Wir fahren jetzt sogar schon im Verhältnis gesehen sehr lange auf der Autobahn. Vor allem wir fahren hier aufs Land schon. Das wundert mich gerade so ein bisschen, dass wir nicht nebenbei in der Landstraße entlang ballern. Also das Hypercar macht Laune zu fahren. Also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, nein, macht keinen Spaß. Also schon die richtige Abzweigung genommen, jetzt bin ich glücklich. Blöde Autobahnkreuze gibt es, glaube ich, nur in Amerika. Vier Sekunden haben wir wieder. Da werden wir circa wieder genau die Folge hier hoch unterwegs sein. Aber gut, die Hypercar-Rennen bringen aber auch gut Geld. Die gehen halt ein bisschen länger, aber die bringen auch gut Kohle. Gut, Hypercars kosten auch gut Kohle. Das darf man ja an dieser Stelle auch nicht vergessen. Aber naja, erstmal hier versuchen, da hochzuballern.
Jetzt haben wir nur noch 3, noch was Sekunden. Und drüben der Weg wäre deutlich der schnellere gewesen. Na gut, wer rechnet damit, dass das auch wieder so schön zusammengeht und dass ich hier wieder rüberfahren könnte? Ja, jetzt haben wir aber, glaube ich, wieder unsere Landstraße zurück. Aber wenn wir schon in Seattle sind, können wir doch hier das HQ von Amazon besuchen, oder? Das ist ja dann nicht mehr so weit, also sitzt ja in Seattle, dementsprechend. Ja, bin auch gespannt, ob das abgebildet wurde. Soweit wäre es ja ein wichtiges, großes Unternehmen. Aber erstmal hier durch Kalifornien hochpeitschen. Wir waren ja, glaube ich, noch nicht mal in San Francisco. Hoffentlich weckt mir hier keine alte Oma auf. Also da läuft schon einer davon, weil er Angst hat, weil er einen Hypercar sieht. Ist ganz verständlich. Würde ich auch machen. Dann schauen wir mal hier. Gut, das könnte einen Luftstand ergeben. Oder das wird einen Luftstand ergeben. Ja, okay, wir haben gut Downforce. Ich dachte, wir würden mehr springen. Wie wir uns jetzt gerade befinden, schwer zu sagen. Sind wir schon in San Francisco? Nee, das glaube ich fast nicht. Wobei von der Fahrzeit her könnte es passen. Du hast uns Russell überholt, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Bin wahrscheinlich der Route entlang gefahren und das war der falsche Weg oder so. Wow! Zurück zur Strecke. Da haben wir mal einen ordentlichen Backflip hingerissen. Halleluja. Durchatmen, konzentrieren, fokussieren, angreifen. Wir haben ein Drittel der Renndistanz hinter uns. Gleich zumindest. Hui. Haben wir jetzt auch noch Glück gehabt. Die hat sich auch für die Gegenfahrbahn entschieden. Also gut 18, 20 Minuten sind wir da oben. Das passt also somit wie die Faust aufs Auge. Und ja, falls ihr euch fragt, warum ich so wenig in der Innenperspektive unterwegs bin, es liegt mir einfach irgendwie nicht. Oh geil, wir müssen wieder abbiegen. Das war eine gute Linienführung, würde ich mal behaupten. Jetzt haben wir 10,3 Sekunden. Bam! Das ist noch einmal, weil wir können hier keine Abkürzungen finden im Spiel. Geht sehr wohl. Gut, das war jetzt dumm von mir. Oder geht's wieder in den Rocky Mountains umher? Vermute ich mal. Gerade überhaupt kein Dau, wo wir unterwegs sind. Jetzt haben die auf einmal wieder 4 Sekunden aus nix aufgeholt. So. Runter geht schon mal flott steil. Sorry, den Kratzer zahle ich nicht. Wollte ich nur mal anmerken.
Alter, schreit der. Oh, die KI ist jetzt auch schon wieder nah rangekommen. Ah, okay, hier bin ich schon mal lang gefahren. Da bin ich mit Ava in der Demo entlang gecruised. Jetzt kommen wir gleich in die Bay Area, genau. Wenn hier kein Verkehr ist, ist es egal zu fahren hier. Wir können ja mal schauen, ob es hier auch die Area 47 gibt. Area 52 so. Oder 47. Ihr wisst, was ich meine. Ja, 50% Renndistanz haben wir, also gut 19 Minuten geht das Rennen. Hier die Streckenführung aktuell ist halt wieder ein bisschen blöd. San Francisco, 1 Kilometer, dann sind wir dort. Und der LaFerrari pickt uns wieder im Nacken. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das ist das Ding, mal freischalte, brauche ich hier in so einen komischen Kultrang. Kult 400, glaube ich. Also das dauert. Die Mammutbäume sind halt hier richtig geil. Dass die überhaupt noch stehen bei den Amis, wundert mich auch ein bisschen. Die holzen ja normalerweise sowieso alles ab. Wenn es viel Ertrag bringt. Aber 1 Kilometer bis San Francisco, das stimmt auch nicht ganz. Dass ich hier außen rundherum gefahren bin, das glaube ich auch weniger. Und auch wenn es eine Meile ist, ist es nicht so richtig. Oh, sorry. Jetzt sind wir hier in San Francisco. So, die sind gleich wieder da. Oh, schön hier hoch. Das gefällt mir. Wo ist die Straßenbahn? Wir dürfen gar nicht. Achso, jetzt geht's hier wieder runter, okay. Ich habe aber trotzdem noch keine Straßenbahn gesehen. Jetzt geht's gleich über die Golden Gate Bridge. So, wann tauchen die nächsten Kollegen auf? Ich glaube, wir haben aktuell wieder ein bisschen Vorsprung. Wir sind schon bei 66% Renndistanz. Also 2/3 haben wir hinter uns. Das heißt, wir werden wirklich noch 6 Minuten unterwegs sein. Dann haben wir danach noch ein bisschen Zeit, dass wir wirklich sogar die Amazon Base suchen können. So geht's auch hier. Ah, da oben ist die Rennstrecke, die kennen wir schon. Aber auf die geht's jetzt heute nicht. Und Glück gehabt, dass wir uns jetzt nicht wieder überschlagen haben. 19 Sekunden hat das Ganze eingebracht, Leute. 19 Sekunden.
Oder, ja, 13, irgend sowas. Wir verbremse ich mich eh jetzt hier wieder. Wo geht's denn hier überhaupt hin? Wir fahren schon eine komische Route hier nach Seattle. Muss man an der Stelle schon mal sagen. Und das mit sehr hoher Geschwindigkeit. Ich glaube, jetzt haben wir wieder nur noch 4 oder 5 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Sollen wir wetten? Redwood Park. Stimmt, die dicken Bäume sind ja die Redwood Bäume. Oh ne, heute dauert es ein bisschen länger, bis das die KI... 11 Sekunden. Dauert ein bisschen länger, bis das jetzt aufschließen kann wieder. Da drüben ist auch ein Offroad-Festival. Oder Offroad-Veranstaltung. Prozent haben wir schon. Jetzt sind es 8 Sekunden, also ich sage ja, die holen wieder auf. So. 18% haben wir noch zu fahren. Gut 3 Minuten werden wir noch unterwegs sein. 3, maximal 4. Wieder durch eine kleine Ortschaft. Sie belebt, ich sehe keinen rumlaufen, aber es stehen viele Autos vor der Tür, also da müssen schon ein paar Leute hier leben. So da. Aktuell können wir die 8 Sekunden mal gut halten. Ja, jetzt sind sie weg. Gib mir das ganze Nitro, nix, die sind gleich wieder da. Warum sind hier so viele Busse unterwegs? So, 90% Leute, 10% nur noch. Ich glaube, da vorne sehen wir schon Seattle. Das wäre natürlich nice, wenn da schon Seattle wäre. Ich sehe ja gerade das Wahrzeichen von Seattle nirgendwo. Doch, ich sehe es. Wir sind in Seattle. Yes! Leute, wir sind gleich am Ziel unserer Reise angekommen. Da haben wir jetzt ein bisschen Blödsinn gebaut, aber hier ist keine Ahnung, was das ist. Hier ist dieses Stadion. Hier geht es ja genauso hoch wie in San Francisco. Seattle, Baby.
dachte ich schon, jetzt verlieren wir auch noch den dritten Platz kurz vor dem Ziel, weil dritter müssen wir mindestens werden. Warum muss ich hier noch so eine blöde Mauer küssen? Sonst wären wir Erster geworden. Aber 67.500 Bucks und 10.000 Follower knapp. Stoßstange vorne, neues Außenteil. So muss es natürlich geil. Für was habe ich das Außenteil gewonnen? Jetzt haben wir schon 249er Index. Das ist gut, Leute. 249 ist nicht schlecht. Ich würde sagen, wir suchen jetzt. Was suchen wir jetzt? Genau, erstmal in die Karte gehen. Wo ist das Industriegebiet? Das ist eine Ölraffinerie. Wo könnte hier Amazon sein? Wir sind auf jeden Fall in Seattle, das passt. Ah, das ist ein fettes Baseballstadion. Kann man sogar reinfahren. Hier kann man reinfahren. Finde ich geil. International District. Irgendwo hier müsste auch Amazon sein. Zumindest in real life. Central Area. Capitol Hill. Da ist es, glaube ich, so. Wenn ich mich nicht hier... Ich müsste das mal googeln. Ich google das Ganze mal und vielleicht finden wir es dann auch noch hier auf der Map. Tower Area. Genau, das ist der Seattle Tower. Und dann würde ich sagen, war's das aber für heute. Wenn es euch gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung super. Ich bin jetzt an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.